Eine kleine Vorschau auf die neue Basis. Das Video jetzt auf dem Hauptkanal. Willkommen zurück in den Short. Ich habe jetzt alles soweit zusammen für den Rucksack. Wenn wir hier das fertig haben, dann sollten wir mehr Platz haben. So, großer Rucksack. 5 Leder, 5 Leinen. So. Ah, jetzt haben wir gut viel Platz. So, wir haben ein paar Pfeile mit. So. Dann haben wir sein komisches Sägeblatt. Gucken, jetzt will er bestimmt Fischsäge herstellen, genau. Nägel, 10 Stück. So. Eine Tischsäge. Ja, die könnten wir eigentlich hier drin hinstellen. Oder stellen wir die nach draußen? Ja, der kann ruhig ja noch ein bisschen Luft arbeiten. So. Können wir da schönes herstellen? Holzbretter. Brauchen wir Holz für. Unsere Bäume sind aber noch nicht ausgewachsen. Also dauert das noch. So. Was haben wir jetzt? Feuerstelle für die Bäuerin. Ja, da habe ich gar keinen Nerv drauf, den herzustellen. Doch eine Plünderermutter. Was ist denn das? Verbesserten. Ach, wir sollen den Greifhaken einfach herstellen, oder was? Ja, wir haben doch einen Greifhaken. So. Weiß ich Ausdauerkosten. Wäre dann besser? Eine Miasma-Seele, oh, ist ja teuer. Jetzt will ich aber mal gucken, was kostet der normal, also Greifhaken. 40, ja gut, wir sparen 10 Ausdauer. Dann geht das ja noch. So, nächste Quest. Feuerstelle, Hauptstadt, also immer noch erst Level 10 sind, lassen wir das mal lieber. Der vollen ist. Machen wir am besten mal das Fragezeichen. Vielleicht ist das eine Miasma-Wurzel. Dann würden wir immerhin noch einen Fähigkeitspunkt kriegen. Vielleicht schaffen wir es von hier dahin zu reisen. Also gleiten. Und wir müssen jetzt nicht so oft zurück oder Sachen wegschmeißen, weil wir ja gut Platz jetzt im Rucksack haben. Da hinten ist das. Da irgendwo. Okay. Da hinten soll das sein.
Baum. Der Turm ist irgendwie sehr flach. Oh, Bäume. Oh, immer noch 600 Meter. So, guck mal, Indigo können wir mitnehmen. Das brauchen wir zum Aufwerten der Flamme. Dann werden wir aber erst daraus Setzlinge machen. Nicht das, was dann alles zum Aufwerten verwenden. Dann brauchen wir das für irgendwas anderes. Außerdem können wir da so unsere Pflanzen auch vermehren. Nehmen wir eine Rübe. War weit weg. Erdbeere. Hier haben wir eine Erdbeere. Da. Hier ist auch eine. Mal auf 1 wechseln. Welches Level haben die? 13. Oh Gott. Auch von hinten angeht. So, jetzt haben wir nur Salz dabei. Da ist eine Kiste. Können wir mal mitnehmen. Also wenn die Level 13 sind, könnte das Fragezeichen etwas schwierig werden. Hält aber gut was aus. So. Gehen wir mal weiter. Pflanzer. Pflanzer. Schon besser. Also fast 300 Meter noch. Also den Doppelsprung macht er echt nur, wenn er will. Kamille, davon haben wir nicht viele, das ist sehr gut. Ich sehe halt gar nichts. Wir müssen irgendwie um diesen Berg rum. Oh, da ist rotes Miasma. Was ist da unten? Wie ist das? Das Rote springe ich im Leben nicht.
Wir können hier am Rand. Oh Gott, das war gar nicht gut. Vielleicht sollte man das nachts nicht machen. Das ist bestimmt eine Höhle oder sowas. Otte. Wo ist der Eingang? Oh, hier. Nächste bestimmte. Oh, da ist einer. Also ein Käfer. Dieses Ding von hier kaputt machen? Ja, krass, aber machen wir einen Schaden dran. So. Fähigkeitspunkte erhalten. Genau das, was wir wollten. Oh, schick hier drin. Das ist noch so ein Ding. Eigentlich noch irgendwo weiter? Oder ist das hier schon alles? So aus, als könnte man da vielleicht rein, da oben. Ist da überhaupt doch so aus? Oh nein. So hochglitschen, dann geht hier echt nicht. Wir sind sehr hoch. Lass mal so probieren. Und hier ist nichts. Cool. War nicht gelohnt. Aber das ist ja jetzt doof. Hier ist nur einer. Ist vorne außerhalb der Grotte noch eine. Also es ist ja nur dieser rote Fluss und kein wirkliches Miasma zum Glück. Aber hier ist halt so viel. Was sammeln? Ach, guck mal, wenn wir hier schon lang gehen. Den müssten wir fällen. Esther. Guck mal. Brauchen. Also kann ja gut möglich sein, dass hier noch eine zweite Miasma-Wurzel irgendwo ist. Da hinten sind Pflanzen.
Weil hier wird auch gar keine angezeigt, ne? Müssen wir denn in die Richtung? Ja, theoretisch müssten wir darüber. Aber müssten die Pflanzen nicht blau sein anstatt rot, wenn die im Miasma stehen? Komisch. Hier ist echt keine. Hm, können wir dann hin? Hier haben wir nirgends eine Quest. Also wir haben hier die Hauptstadt. Ja, Stelle für die Bäuerin, okay. Das scheint noch nicht die Hauptstadt zu sein. Cool, wir stehen auch gar nicht im Miasma, das heißt, wir können uns teleportieren. Ja. Gut, immerhin eine Wurzel gibt einen Punkt, also. So. Warte, Leuchtenstein, das ist doch die Hauptstadt. Aber nur die Quest. Also hier hätten wir noch. Wie kommen wir da denn hin? Uka-Zeremonie. Aber da sind die bestimmt noch stärker. Ja, wir haben nur diese Hauptstadt. Leuchtenstein. Leuchtenstein. Das ist beides ein. Ja, das schaffen wir noch im Leben nicht, oder? Könnte es ja mal probieren. Aber ich glaube eher nicht. Ja, knapp dran vorbeigesprungen. Scheint auch nicht da unten drin zu sein. Ah, guck mal. Da ist nämlich erstmal was. Haben wir die schon? Ah, die haben wir schon. Standort oben, ja, war mir schon klar, da haben wir es noch nicht hingeschafft. Haben wir es auf den Felsen da drüben? Ja, oder weniger. Den können wir vielleicht noch ein Stück gleiten. Ein bisschen. Ja, wir müssen zu diesen Gebäuden da hinten. Ah. Unerreicht, ja, glaube ich, irgendwie nicht. Ist hier ein Riesenberg oder was? Wie soll man da hinkommen? Wo ist der Weg nach oben? Hier dran lang können wir hochgehen, oder? Dieser Doppelsprung, ne? Sammle ich erstmal was ein.
ich doch da hoch. Wahrscheinlich kommen wir von der falschen Seite oder so. Immerhin haben wir die Stadt erreicht. Zumindest die Stadtmauer. Und wir sind in der Stadt. Wenn er mich jetzt noch auf die Mauer lassen würde. Also in dem Gebäude leuchtet es rot, das heißt, das ist wieder so ein doofer Brief. So. Noch irgendein Scheiß. Haben wir Salz. Noch irgendwas rot leuchtend. Die Kerze plündern? Ja, bei dem Metallschrott. Ja, wir gehen sowas von nicht unten durchs Miasma. Ach, guck mal, da steht einer. Welches Level hast du? 15, okay. Dann ist der Boss, den wir hier töten sollen, auch Level 15. Um Gottes Willen, was ist er denn? Aus einer Miasma-Wurzel. So. Dein Ernst jetzt? Den erreiche ich nicht, schade. Komm mal. Ja, ist klar, er erreicht mich, oder was? Eis wirkt gut bei denen. Ah, kriegt dich nicht so viel auf. Gut für den Blutdruck. Aber guck mal, erste Haus, was wir betreten haben, direkt am ersten Mal wurde gefunden. Wir könnten auch Nahkampf machen, aber ich glaube ja nicht. Und ist noch ein Heinepiepe. Glaube ich natürlich wieder nicht. Getroffen. So, wir gehen dahin, weil dann können wir. Genau. Weil wenn die hier Level 15 sind, das ist aber dann nicht so gesund für uns. Das ist ein Respawn-Punkt. Oder hoffen wir einfach, dass da keine Gegner sind. Wir hoffen mal noch. Das wird ja wohl nicht noch mehr als ein Boss sein, oder? Ein Fertigkeitspunkt. Meinetwegen können wir da auch drauf schießen. Rote Nachricht. Oh, ja, rote Nachricht, wie ich jetzt wo ich sage. Immer noch nach da. Okay. Hier reicht ein einfacher Sprung. Wer ist hinter dem? Wir sind immer noch vor dem Tor. Also. Kessel, Leuchtenstück. Also da hoch, da ist eine Quest. Ah ja, jetzt vermehren sich die Quests.
So, jetzt sind wir durch das Tor. Hey, das ist doch so ein Schwebeding, ne? Schwebegegner, oder? Oh ne, ich bin runtergefallen. Sehr ungesund. Der bringt uns doch gleich um. Ich ja. Ihn gar nicht treffe. Warum war der hier? Na, guck mal, hätten wir uns den Respawn-Punkt geholt, der uns angegriffen. Wir müssen, da ist ein Turm, da hinten irgendwo hin. Kann man nicht auf die Kiste springen? Doch, kann man. So. Da unten ist rot, gar nicht gut. So, wir müssen ein Stück nach rechts. So, dann noch, wir machen erstmal das rechts hier. Also, wir müssen nicht immer runterfallen, wäre gut. So. War nicht in dem Gebäude da. Das sieht nämlich aus wie da, wo wir die ganzen Begleiter herbekommen haben. Da ist eine Kiste. Ja, Refugium der Flamme, da ist bestimmt der Kessel dran. Da ist rot. Hm. Kommen wir da jetzt rein? Also, dass wir uns den Doppelsprung geholt haben, das war super. Hinten ist, da ist ein Greifhaken. Da sieht es aus wie der Borg-Eingang. Da müssen wir dann bestimmt hin. Wir könnten da hochklettern. Ist noch richtig Absprungrampe da oben. Da hingleiten. Nachdem wir irgendwie in das Gebäude gekommen sind. Da ist ein Loch im Dach. Ist ja ein Loch im Dach. Den Kessel gefunden. Dann kann die Bäuerin uns irgendwas kochen. So, wir haben ja gelernt. Oh Gott. Da ist cooler Kram drin. Kupferbarren. Na cool, brauchen wir nicht mal herstellen. Kohle. Brief. Ja, gut, das brauchen wir. Garage können wir gebrauchen. Punkt nehmen wir einfach mal mit. So, dann müssen wir hier drin die Tür aufmachen. Cool. Da ist eine Kiste und Käfer. Ah, und ein Brief. Ein zweiter. Nein. So.
gucken, was wir hier verlegen können. Wild. Ja, reicht. Da ist der Turm. Den wir hochfallen. Ja, aber wir gehen nicht dadurch. Da hoch. Da drüben ist eine Treppe. Oh, der Vor war knapp. Einmal da hoch. Da hoch. Rüber. So. Bücher. Glück habe ich mich nochmal umgedreht. Da müssen wir hin. Boah, Alter, warte. Also irgendwie. Ich wollte das lesen. Zum Lesen. So. Habe ich jetzt aus Versehen eben da vorne eingesammelt. Nagel. Mhm. Das können wir erstmal entfernen. Ja, wir müssen da hoch. Wo ich irgendwie ein Dreis an vorbei bin, weil ich hier oben eine Kiste gesehen habe. Ah, ich komme da nicht hoch. Was soll denn das jetzt? Nebengebäude. Ja, das war jetzt irgendwie nicht das, was ich machen wollte. Wo? Öllicht. Da unten haben wir einen Zettel übersehen. Müssen wir da zwar wieder hoch, aber naja. Durch die Tür gehen. Aber wollen wir durch die Tür gehen? Hier. Ah, jetzt. Vielleicht auch eine Treppe? Nee, ne? Nee. Also höchstwahrscheinlich wartet da drin der Boss. Ja, hier braucht man nichts mitnehmen. Oh, auf der falschen Seite. Also
Also gar nicht gut, wenn hier so viele Kisten mit Heiltränken liegen. Mhm. Oh. Was nehmen wir, oder soll das? Oh Gott, wir gehen da bestimmt gleich drauf. Steine mit. 58 Steine. Mist, können wir überhaupt noch einen platzieren? Hier darf nicht gebaut werden. War ja klar. Naja, das kann ja jetzt was werden. Er ist Level 15. Wir sind Level 10. Also wir hoffen einfach, dass er Level 15 ist. Oh Mann. Ja, mhm, klar. Okay. Geht oder was? Okay, also es stört den gar nicht. Also in den Mund schießen und dann angreifen. Oh nein, wir sind betäubt. Oh nein. Oh nein. Oh, oh, oh. Wo schießt mein komischer Bogen denn hin? Kiefer. Ja, gar keine Chance. Dieses Autozielen ist der letzte Scheiß. Das irgendwie ausschalten, das ist doch der letzte Rotz. Zielerfassung sollst du gar nicht anmachen, du. Dafür. Wie soll ich ihn in den Mund schießen, wenn er das ganz witzig findet, den Körper zu zielen? Spannend. Ja, das kann man nicht ausmachen, oder was? Ja, hört. Ziel anvisieren. Umschalten. Ja. Und Ziel durchwechseln. Alter, ich drücke im Kampf weder Tabulator noch R, Alter. Leckt mich. Wo sind wir jetzt eigentlich? So. Keine Ahnung, wir müssen ihm in den Mund schießen, aber was weiß ich, wie das funktionieren soll.
läuft er auch nicht weg, wenn er soll. Cool, bei dem Angriff natürlich eher nicht. Sondern bei dem da. Ja, greif doch an, verdammte Scheiße. Ui, ja, was denn? Da, kann mich nicht bewegen. Super. Alter, diese Käfer, die sind super nervig. Das brauchen wir gar nicht probieren. Also Level 10 ist dafür vielleicht... vielleicht nicht so geeignet. Alter, diese Käfer, ne? Die gehen mir so auf den Sack. Oh ja. Diese Käfer, ey. Ja, wenn er so rumsteht, wird das natürlich überhaupt nichts. Ach, leck mich. Alter, sind diese Käfer nervig. Holen jetzt nur unseren Scheiß, gehen wieder raus. Haben wenigstens einen anderen Quest gemacht. Hier gibt es ja noch ein paar andere. Machen wir die zuerst. Und dann leveln wir erst noch ein, zwei Level für die Punkte, damit wir noch Fähigkeiten bekommen. Gehe ich irgendwo lang? Ah, ich bin jetzt schon mal drinnen. Gucken, ob wir irgendwie hier nach unten kommen. Könnten die Treppe sein? Hier vielleicht? Auch nicht schlimm, wenn wir das jetzt noch nicht schaffen. Also das kann man jetzt bestimmt schon schaffen, wenn er dahin zielen würde, wo ich das will. Noch hier irgendwo. Ah, guck mal, das ist ein... aha. So. Wie kommen wir? Hier wieder raus dann. Also hier kommen wir nach unten. Da vorne beim Tor. Aus, als könnten wir uns da durchbuddeln. Solange wir nicht in die Arena springen.
Oh Mist, hier ist ein Gatter. Kommen wir denn vorne einfach? Theoretisch durchs Tor. Oh, Spitzhacke ist bald kaputt. Ja, dann nehmen wir einfach. Da geht nicht. Irgendwie müssen wir die doch raufkriegen. Da funktioniert nicht. Ein bisschen ärgerlich jetzt. Oh, funktioniert ja doch. Ja. So. Unser Zeug müssen wir schon holen wegen dem Kessel da für diese Bäuerin. Gut, wegmachen, damit wir hier auch schnell rauslaufen können. Jetzt hoffen, dass 6 Bomben reichen. Reichen nicht. Bauen wir auch gegen das Tor. Gut, wir hauen gegen das Tor. Also, hinlaufen. EF aus. EF aus. Wo sind die anderen Quests? Ah. Höhlenkugel. Kuriosität. Okay, okay. Da. Ja, der Schlamm. Da ist ganz viel Rot, da gehen wir nicht. Irgendwo da, so diese Richtung. Aber sehr weit weg. Das ist außerhalb. Nur 90 Meter? Da in der Höhle. Ist gar nicht mehr in der Stadt. So, ich habe gedacht, ist vielleicht irgendwie in der Stadt eine Höhle. Okay. Ja, meinetwegen. Oh. Kiste. Die Quest? Ja, Quest abgeschlossen. Das sieht übrigens auch aus wie Schutt. Das heißt, man könnte da irgendwie durch. Aber was soll dahinter sein? Quellenbucht. Verloren im Miasma. Die Quest denn her? Ist das wirklich Schutt dahin?
gewesen. Also wir hatten doch noch 6 Minuten oder so. Ja, jetzt will mich das Spiel aber rollen. Wo sind wir denn jetzt? Ah, wir sind hier wieder, okay. Oder hat da dann rotes Miasma angefangen? Das ist normal, ist die Zeit läuft ganz normal runter. Wie kommen wir dann überhaupt an unser Zeug? Und die Zeit läuft ganz normal noch. Gucken. Ja, okay. Da ist rotes Miasma. Also wenn wir die Stufe erhöhen von unserem Altar. Klar, jetzt komme ich da nicht hoch oder was. Dann müssten wir da durchkommen können. Das ist ja natürlich, weil hier wird ja auch sogar richtig angezeigt. Also den Wegpunkt können wir erstmal wegmachen. Dass man da irgendwo reinkommt, ne? Oder es ist, kann auch sein, dass das noch nicht zum Early Access gehört. Müsste man gucken, ob man hier noch, aber hier ist auch eine Quest, also je nachdem, wo es da lang geht. Und man muss natürlich super viel buddeln. Grünen Weg? Oh nein. Man muss ja echt den Boden im Auge behalten. Also von hier können wir sowieso teleportieren dann gleich. Okay, deswegen mal gucken. So, was zeigt uns jetzt die Karte an? Also wird aufgedeckt. Das heißt, wir können da irgendwann, ja, müssen wir einmal unsere Stufe aufwerten und dann da nochmal reingehen. Ist ja interessant. Aber dann müssen wir bestimmt 5, 6 Spitzhacken mitnehmen. Oder sehr viele Bomben. Gut, also hier haben wir den Boss. Müssen wir ja dann hinlaufen. Was bringt von hier aus? Ja, komm, setzen wir uns diesen einen Altar, den wir jetzt hier haben. Denn gut ist. Genügend freier Platz. Da eben. So. Will er eine Feuerstelle? Nee, warte. Ey, jetzt ist da eine Quest oder was? Willst du mich verarschen? Ja, komm. Die war da eben nicht, mal ganz im Ernst. Dann gehen wir da halt nochmal kurz hin. Rot. Nicht gut. So, Hafen. Kommt man nicht in die Stadt rein, ne? Geht kaputt, ey. Hätte er die Quest nicht anzeigen können, als wir in der Stadt waren. Boah, ich will nicht jetzt wieder um die ganze Stadt laufen. Oh nicht. Echt? Oh nicht. Arzt, okay. So. Aber knapp. Was ist eine Kiste? Lass mich doch jetzt auf diese Stadtmauer drauf. Ja, komm, leck mich.
Müde sind hier. Mhm. Läuft super heute. Also wenn die Anzeige richtig ist, haben wir 6 Punkte, die wir dann hier aus... Ja, wir haben 6 Punkte. Gut, dann können wir es danach nochmal probieren. In der nächsten Folge aber erst. Wir machen jetzt... Nee, da ist noch einer. Ich gehe kaputt. Ich habe den roten Zettel gesehen. Ja, komm. Danke. So, so. So. Jetzt hoch. Wir müssen immer noch 82 Meter lang. Mein Wegen. Was war denn das jetzt? Ich hören könnte, ich bin da unten gelandet. Stirb doch einfach. Nicht wahr. So. Standort unten. Komm mal nach unten. Oh, Blume, 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 Blume. Irgendeine Hose haben wir bekommen. Oh, Kiefer. Jetzt ist... Boah, ich habe so keine Lust auf diese Hauptstadt hier. Ich könnte halt die Quest nicht von vornherein anzeigen. Jetzt hier wieder weg. Ich einfach überhaupt nichts sehe. Ja, mhm. Was zum Henker war das denn jetzt? Explosion, 10 Käfer und irgend so ein Vieh. Arschen. Gar kein Bock gegen den zu. Ja. Alter, ich will nur mein scheiß Zeug haben. Nee, wie das funktioniert, weißt du, aber unser Schwert funktioniert gar nicht. Voll Sinn. Oh, gib mir meinen Scheiß. So, wo müssen wir jetzt hin, verdammt? Jetzt die... Ach komm, leck mich, jetzt die Quest wieder weg. Ja gut, wir gehen jetzt hier raus und teleportieren uns zurück. Das ist mir zu doof jetzt hier, weil mir die Quest da anzeigt, ob hängen. So. Ja, ärgern hier mal. Gibt es eine Quest mal nicht?
So, wir haben immerhin das für die Bäuerin. Und wenn wir die Punkte verteilen, vielleicht schaffen wir dann den Boss nochmal. Müssen wir einfach mal schauen. Aber trotzdem haben wir gut was geschafft. So, wir quatschen die jetzt noch. Ja, die quatschen wir in der nächsten Folge am besten an. Er will auch irgendwas von uns. Gut. Dann danke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.